beim Versagen, hat mich motiviert. Ich hatte den nächsten Sprung ist anders. Da muss ich mich wieder anders anstrengen, das wieder anders irgendwie schaffen. Aber nein, jetzt ist immer der gleiche Scheiß. Immer ein Sprung, immer und immer wieder, aber dann doch nicht, dann hinten kommt dann noch eine scheiß Ecke und danach wieder nochmal zweimal diese scheiß Sprünge, die einen dann von der Ecke stoppen musste, wie aus dem Rhythmus rausgebracht hat und man das deshalb erst nach dem 10.000. Mal versuchen schafft. Das ist der Scheiß an dieser Challenge, ganz einfach. Aber mal, um das genau zu sagen, was einen daran, also mich vor allem daran richtig aufregt, dass man einfach immer wieder das Gleiche macht, aber weil das Gleiche ist und nicht so eintönig, dass man Fehler macht. Deshalb sollte man auch nicht zu lange eine einzige Aktivität im echten Leben machen. Zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, sein ganzes Leben lang schon irgendwie an einer Säge arbeitet und an der Säge da die bedient, damit er auch relativ nah mit den Fingern noch an die Säge rankommt. Irgendwann schneidet man sich in die Finger, weil einfach die Routine zu stark drin hat. Einfach zu stark in dem Rhythmus drin ist, immer wieder das Gleiche machen, einfach nur das und das und das machen und das machen und oh, jetzt habe ich auf einmal einen Fehler gemacht. Oh, mein Finger ist ab, wenn man das an der Säge macht. In Minecraft war ja zum Glück nur das Minecraft-Viech tot, aber es ist immer wieder das Gleiche. Irgendwann hat man es satt, das zu machen. Man macht einfach irgendwelche Fehler, weil es sonst langweilig ist. Immer wieder das Gleiche, man ist langweilig. Das ist der Scheiß hier bei dem Ganzen. Wenn dann trotzdem noch einmal was anders drin ist, dann ist man einfach aus dem Rhythmus raus und kommt dann einfach nicht wieder so schnell ran. Das ist dann nochmal, wenn man einmal irgendwie zum Beispiel einmal krank war, weil man, was weiß ich, ein halbes Jahr nicht da war, dann ist man da aus dem Rhythmus raus beim Arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, um einiges höher, dass man verdammt nochmal sich den Finger abschneidet, wenn man an der Säge irgendwie arbeitet, als wenn man wirklich täglich und gleich macht und nie krank ist. Und das gleiche ist der Scheiß hier. Das ist einfach der Grund, weshalb diese Challenge so scheiße und nervig ist und weshalb ich die nicht schaffe. Nicht, weil sie so schwer ist, sondern weil sie so eintönig ist. Wenn man, sagen wir mal, in einer Linie ganz gerade Dreiersprünge aufbaut, davon 1000. Ich wette, die meisten Menschen kommen da nicht durch. Die würden vorher aufgeben. Echt mal ein Versuch wert. Aber dazu ist die Community leider noch ein Stück zu klein. Aber ich glaube echt, wenn man einfach nur 1000 Blöcke Dreiersprünge geradeaus, also 1000 mal einen Dreiersprung geradeaus macht, dass man dann wirklich irgendwann einfach so dieses Eintönige ist und versagt wird einfach. Also ist man natürlich wieder am Anfang, wenn man versagt hat. Dann muss man das Ganze wieder machen. Dann ist das Ganze eintönig und immer schlechter oder so. Ich wette mit euch, das ist so. Ich würde ja jetzt so einen Community-Test machen, aber also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr bereit sein würdet, sowas zu machen und sowas aufzunehmen oder auf YouTube zu laden und als Videoantwort mal zu schreiben. Dann würdest du was machen. Wenn das ein paar Leute schreiben, dann müsst ihr mir das echt erstellen. Und das fände ich auch richtig geil von euch, richtig cool, richtig klasse. Aber einfach, ich glaube einfach nicht wirklich daran, dass so viele Leute sich dafür finden werden, dass so viele Leute dafür sich motivieren können, sowas zu machen. Aber wirklich, wenn ihr das wirklich machen würdet, schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ich dafür wirklich genug Leute anfinden, dann werde ich so eine Map machen und euch das mal zeigen. Das war wirklich eigentlich, wenn man ganz viele tausendmal den gleichen Sprung macht, egal wie einfach der ist. Und ein Dreiersprung ist eigentlich ziemlich einfach, allerdings auch nicht so einfach, dass man den wirklich ganz locker schafft. Immer wenn man nicht aufpasst und nicht sprintet, dann schafft man sie nicht. Tausendmal ein Dreiersprung ist, sowas ist echt schon fies und das hier ist noch mehr als ein Dreiersprung. Weil wenn das hier alles nur Dreiersprünge wären, dann wäre das super einfach und ich will nicht rückwärts hier von der scheiß Ding runterfahren. Ich muss jetzt mal gucken, was für Sprünge das sind. Das sind alles 4 Blocksprünge. Weil die Dinger hier jeweils einen halben Block kleiner sind. Also wenn ihr sich das mal anguckt, sieht man, dass das hier bei der Hälfte vom Block ist die Hitbox vorbei, sind das ein bisschen weniger als 4er Sprung. Das ist das Problem dabei. Das heißt, wenn ich einfach springe, mal gucken, spring. Echt.
einfach so oft den gleichen Scheiß springen, der nicht besonders einfach ist, dass man es einfach durch die verdammte Routine versagt. Ich hasse sowas. Das ist echt entmotivierend, also das ist echt frustrierend und nicht, absolut nicht motivierend, in keinster Weise. Ich verstehe nicht, weshalb man sowas in die Challenge einbaut. Man kann das mit einfacheren Sprüngen machen, mit Zweiersprüngen, mit Dreiersprüngen. Aber nicht mit diesem verdammten Vierersprüngen, wie der das hier gemacht hat. Nicht mit diesem scheiß verdammten Vierersprüngen. Mit Dreiersprüngen gerne, okay, mach ich. Bis 500, glaube ich, mache ich welche davon. Aber nicht scheiß Vierersprünge und davon auch, wie viel auch immer das sind. Oh, das regt mich auf. Nein, ich will nicht, dass irgendwelche Idioten in Skype online kommen. Das nervt mich die ganze Zeit. Immer wieder kommt ein Typ online. Ich kenne das bestimmt auch bei euch, wenn ihr in Skype irgendwen habt, der vom Mobilgerät online geht, also von entweder Android irgendwas oder irgendwas von Apple, halt iPad, iPod, iPhone oder sowas, dann dass der irgendwie andauernd aus Skype ausgelockt wird und wieder eingeloggt wird und was weiß ich, auf jeden Fall sind die dauernd an und on und dann wieder auf und dann wieder on und dann wieder off und das nervt einfach, wenn ich jedes Mal, wenn der on geht, da so eine kleine Meldung aufgibt. Blab, 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 blab. Boah. Das ist sogar mal so schnell hintereinander, dass das zweimal übereinander der gleiche war, glaube ich. Ich glaube zumindest, dass ich wirklich mal hatte. Das war auch irgendwie sehr komisch und ich. Map. Eintönigkeit ist scheiße und macht keinen Spaß. Echt. Ihr merkt es wahrscheinlich an meiner Stimme und wie ich mich darüber langsam echt aufrege, wie eintönig, scheiß eintönig ist. Das ist nicht innovativ, das ist einfach nur scheiß eintönig, scheiß nervig. Scheiß psychisches. Bah! Mittlerweile, ey. Ah! Lass den Scheiß endlich hier schaffen. Los. Hier. Und hops. Und hops. Und nicht hops. Was soll der Scheiß? Ich springe immer zur gleichen Zeit. Bin ich zumindest der Meinung. Hops. 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 Und jetzt springe ich gar nicht mehr, weil der Block auf einmal einen Zentimeter kürzer ist, gefühlt. Das meine ich die ganze Zeit. Irgendwas. Es ist immer das Gleiche, aber es ist irgendwie nicht das Gleiche. Es ist einfach. Einfach. Scheiß, gleicher, nicht einfacher Sprung. Sowas ist scheiße. Scheiß Map-Ersteller, scheiß alles. Das ist einfach scheiße. Ganz ehrlich. Das ist einfach scheiße. Einfach totale Scheiße. Ach ja, ich laufe immer in die falsche Richtung da lang, Mann. Das regt mich sowas von auf. Hör auf damit, Map. Hör auf damit, scheiß Map. Das ist eintönig. Lass mich jetzt endlich schaffen, dann bin ich endlich durch damit, dann rede ich mich nicht mehr darüber auf, dass ich ein scheiß eintöniges Scheißzeug hier habe. Mann. Echt. Eins, zwei, nicht zwei, Mann. Ja, ihr merkt, das regt echt langsam auf. So ein scheiß eintöniges Zeug hier. Eins, nicht, lass doch diesen scheiß Sprung da funktionieren. Mann, Map, was ist das? Eins, zwei, drei, nicht drei. Was soll das denn? Ist das ein Eins, zwei, drei, nicht drei. Was ist das? Wieso geht das da nicht? Das ist der gleiche Sprung wie zuvor. Ich springe zur gleichen Zeit ab wie zuvor. Eins, zwei, nicht. Wieso springt er da nicht? Okay, das ist der erste Sprung. Da kann man vielleicht mal versagen. Also, wieso verbringe ich. Was ist das für ein Scheiß, am ersten Sprung nicht zu springen? Ich verstehe das einfach nicht. Wie kriegt man das hin? Kann man es mal hier erklären? Eins. Wieso schaffe ich das jetzt immer nicht mehr da zu springen? Hör auf damit, mein Gott. Nein. Wieso springe ich beim ersten Sprung nicht? Das regt mich noch mehr auf. Mann. Ich darf aber nicht so laut werden, sonst kommen gleich Nachbarn und beschweren sich. Das ist ganz leise und in Ruhe und scheiß Sprung! Aus der Fenster zu machen, sonst kriege ich hier nachher noch irgendwie. Ich will die Polizei anrufen wegen Lärmbelästigung und sowas wie Scheiße, aber ich glaube nicht, dass sowas passiert und wieso schaffe ich diesen Scheiß Sprung nicht mehr immer. Das ist immer dieser, das ist immer der gleiche Sprung. Hier, okay, der erste ist ein bisschen einfacher als die anderen, aber sonst ist es immer der gleiche, immer der
verdammt scheiß gleiche Sprung, außer da hinten bei der Ecke. Aber sonst ist immer der gleiche Sprung. Der ist gleich wie der hier. Aber das schaffe ich den nicht, weil einfach das immer das gleiche ist und das einen aufregt und das ist scheiße und das ist, oh, ihr merkt schon, das ist echt einfach nervig. Nervig, nervig, nervig! Ich will nicht mehr. Ich will diesen Scheiß nicht mehr machen. Ich will es endlich schaffen. Los! Jetzt ganz ruhig, Moment. Einatmen, ausatmen. Ruhig werden und diesen Scheiß hier eins durchmachen und sich nicht darüber aufregen, dass man failt, weil man sich vorher ganz in Ruhe entspannt hat. Aber nein, sowas willst du mit dir nicht machen lassen, Map. Nein, du willst einfach, dass ich daran sehr seit versage, mich darüber aufrege und dass ich die alle nennen, das rote, wie einfach das so einfach eigentlich ist und wie schnell die das geschafft haben, aber ich bin ja nicht sie, von dem her. Bäh. Und jetzt versage ich am vorletzten verdammten Scheißsprung. Was soll das Scheiß? Mann! Da bin ich mal wieder so weit gekommen und versagt nicht immer wieder. Ich hab grad mal an dem ersten Scheiß paar Sprüngen versagt. Was soll das, ey? Jetzt hier und hier und los. Und nochmal los. Und nochmal los. Oh nein, ich hab da wieder nicht geschafft. Oh, Routine, toll. Das ist echt supi. Routine ist so super. Oh ja, super, toll, toll, toll. Das macht die Routine echt toll, dass man da einfach mal irgendwann rauskommt. Eintönige Sachen sind toll, machen Spaß, sind super, motivieren die ganze Zeit, wie man merkt. Das ist eine super Sache. Also eintönige Sachen sind immer zu empfehlen, immer in die Map einbauen. Immer einfach nur ein Sprung die ganze Map durch. Immer ein total schwerer Sprung die ganze Map durch. Das ist toll, das ist ideal. Das ist einfach ideal, besser kann man es nicht machen. Das ist super, super toll. Also wirklich ein eintöniger Sprung, so solltet ihr eine Map aufbauen. Das ist, besser geht's echt nicht. Also ihr seht ja, wie viel Spaß mir das macht hier. Das macht richtig Spaß hier. Yay. Ja, oh, ja, wunderbar, gefällt. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Ist ja bloß das 10.000. Mal Map, ne? Ganz einfach, einfach durch. Hopp, 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 hopp. Macht Spaß. Also hopp, 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 hopp. Hopp, oh, ich hab mal wieder nicht geschafft. Oh, ist ja nicht schlimm. Ist ja nur das 10.003. Mal. Hopp, und oh, versagt. Ach, ist ja nicht schlimm. Ist ja nur 10.004. Mal. Hopp, hopp, hopp. Oh, 10.005. Mal versagt. Ist ja auch nicht schlimm. Nein, das ist ja noch so motivierend, weil ihr weiß ja, dass man noch was Neues machen muss, was Neues ausprobieren muss, um das dann endlich zu schaffen. Ja, 10.007. Mal oder was weiß ich. Ich zähle auch nicht mit dir, muss ich sagen. Was ist das für ein Scheiß? Das kann nicht angehen. Das kann nicht angehen. Ah. Ah. Los, lass mich den Scheiß schaffen. Ich will nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr machen. Ihr müsst mein Gesicht sehen, ey. Ich hab da so ein Lächeln auf den Lippen, aber ich reg mich trotzdem die ganze Zeit darüber auf, was ich hier für einen Scheiß mache. Und ich reg mich wirklich drüber auf. Und eigentlich müsste man da doch kein Lächeln auf dem Gesicht haben. Ernsthaft, ich hab so ein Lächeln auf dem Gesicht, aber trotzdem rege ich mich übelst über diesen Scheiß hier auf. Wo man jedes Mal irgendwie failt, weil Routine. Anfangs bin ich so oft das zu Ende gekommen, da bin ich jedes dritte Mal rübergekommen. Ich weiß nicht wie oft. Jedenfalls ziemlich oft. Und jetzt geht es nicht mehr. Jetzt wird das Ganze nochmal ein bisschen sachlicher, ein bisschen weniger aufregend zu machen. Aber die Map, die macht es einem echt schwer. Ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger auszureden. Ich habe ja gerade noch gut hoffentlich ein bisschen rausgelassen. Hoffen wir mal. Also bis jetzt sieht so aus. Jetzt haben meine Wut zum größten Teil wieder abgehauen und verpufft und weg. Zum größten Teil nicht komplett. Ja. Super, Map, ein Applaus einfach für dich. Das macht so einen Spaß immer noch. Oh. Ja, wieder Applaus für dich, Map. Stelle hast du toll gemacht, die Stelle hier. Da regt man sich gar nicht drüber auf, über eintönige Sprünge. Super! Mikrofon hier nochmal extra laut, damit es auch schön übersteuert und euch genauso aufregt wie mich, diese Scheißstelle. Toll, Map, toll, Routine. Dass man in der Routine einen Fehler macht, das ist so toll. Ja, schon wieder Applaus, Applaus, Applaus. Machst du einfach toll.
du motivierst einen die ganze Zeit durchgehend mit einfach immer wieder anderen Sachen. Das machst du toll. Machst du echt toll. Und anscheinend habe ich mich nicht genug abgeregt, weil dieser scheiß Map-Ersteller irgendwelche scheiß Eintöne-Challenges einbaut. Mann, jetzt springe ich nicht mehr. Hallo, Map. Lass mich diesen Scheiß hier schaffen. Map, lass mich den Scheiß schaffen, Mann. Nein, nicht in die falsche Richtung. Jetzt sprint ich nicht mehr. Was ist... Boah. Ich nehme mein ganzes Zimmer hier gleich auseinander, wenn es weiter so geht. Wir schwitzen nebenbei auch noch. Das ist noch eine tolle Sache. Schwitzen nebenbei. Das macht so einen Spaß. Was ein eintöniges Challenge. Ein eintöniges... Naja, okay. Das Zimmer ist eigentlich ganz toll. Das ist super. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Was ist das für ein Scheiß? Ernsthaft. Ich habe mich noch nie so über eine Map aufgeregt. Nie über irgendwas in der Map. Ich habe ehrlich, ich war bis jetzt eigentlich, also außer in diesen einer Aufnahme früher hier mal, bei der anderen Challenge, die ich aufgegeben habe, die ich einfach mal nachholen. Ich gehe die einfach mal nachholen, genau. Einfach mal nachholen. Das war hier irgendwo. Welche genau war denn das jetzt? War das bei Holz? Oder war das nicht? War das noch vorher? Sandstone? Holz. Welche war denn das? Welche habe ich denn aufgegeben? War das tatsächlich die hier? Hier war das doch nicht, oder? Hier, das war doch nicht die hier, oder? Doch, die hätte ich aufgegeben, genau. Time set night. Hinlegen. Jetzt. Wenn man das updatet. Ich tue einfach mal die Map hier, die Map Challenge hier nach. Oh. Mal gucken, vielleicht entspannt mich das ein bisschen. Aber ich hole die jetzt einfach mal nach. Weil das andere, das, der andere eintönigen Scheiß, den halte ich nicht mehr aus. Den halte ich echt einfach nicht mehr aus. Wenn ich hier wieder die ganze Zeit am zweiten Sprung versage. Diesen eintönigen Scheiß, diesen einfach eintönigen Scheiß, den halte ich nicht mehr aus. Ihr habt es ja gemerkt. Ihr musstet mich ja so ertragen, wie ich war. Wie ich meine Tür halb eingetreten habe und was weiß ich. Ich habe immer schön vermieden, auf dem Laptop zu schlagen, aber ich glaube, wenn ich es wirklich weitergemacht hätte, hätte ich irgendwann auf dem Laptop geschlagen. Das wäre nicht gut gewesen. Das wäre nicht. Sowas kommt nicht gut. Es schlagt nicht auf euren Laptop, wenn ihr einen Laptop habt. Ihr könnt gerne auf eure Tastatur schlagen, wenn ihr einen Festrechner habt, da geht ja nur die Tastatur bei kaputt, aber bitte nicht auf den Laptop schlagen. Der geht dann ganz kaputt. Die Tastatur ist noch vom Preis her ersetzbar, wobei es gibt ja Tastaturen, die über 100 Euro kosten. So, also Logitech G, keine Ahnung, Logitech G35? Ne, das von Headset, Moment. Logitech G27. Ich glaube, das war eine Tastatur. Ich bin mir gar nicht sicher. Die ganzen Buchstaben ist durcheinander gemacht. Ich finde, die könnten durch ein K für Keyboard nehmen und ein M für Maus und ein H für Headset und dahinter dann Zahlen packen, oder wenn die alles mit G haben wollen. Und das G27, das war ein Dingsrad. Lenkrad für irgendwelche Rennspiele. Genau, das war ein G27. Glaube ich jetzt zumindest. Es gibt auf jeden Fall eine Tastatur von Logitech, die 100 Euro kostet. So viel weiß ich. Logitech stellt echt gute Sachen her. Mein Headset ist toll. Die Tastatur, ich habe die zwar noch nie gehabt, aber die ist, glaube ich, auch ganz toll. Ich will mir eigentlich, ja, ich kann mir nicht was erzählen, während ich hier versuche, diese alte Challenge einfach mal nachzuholen.
früher aufgegeben hatte. Ich.